Immer und immer wieder hören wir von großartigen Akkutechnologien, die angeblich jetzt den absoluten Durchbruch mit sich bringen werden. Doch häufig funktionieren diese Technologien nur im Labor so gut. Auch in Bezug auf neuartige Lithium-Schwefel-Akkus gibt es hunderte Publikationen, die mit 1000 Ladezyklen und Co. werben. Doch erreicht werden diese Zahlen nur, weil man an anderen Parametern Einschränkungen in Kauf nimmt. So nimmt zum Beispiel bei vielen Publikationen die Kapazität oder Ladegeschwindigkeit, manchmal aber sogar die Gerätesicherheit, massiv ab. Zwar ist ein solcher Akku vielleicht auf dem Papier großartig, im Alltagsbetrieb aber unbrauchbar. Anders sieht es bei der Forschungsarbeit von Nikolas Kotow aus. Das Ziel war, die Akkulebensdauer massiv zu erhöhen, ohne die anderen Parameter abzuschwächen. Dazu hat man sich dem größten Problem angenommen, das aktuell die Lebensdauer von Akkus rasch verkürzt. Und es funktioniert. Eine wichtige Rolle spielt dabei ausgerechnet Kevlar, das Material in schusssicheren Westen, so wie man es bei Einsatzkräften der Polizei vorfindet. Das Potenzial von Lithium-Schwefel-Akkus ist riesig. Die theoretisch maximal mögliche Energiedichte dieses auf den Elementen Lithium und Schwefel basierenden Akkus liegt bei 2600 Wattstunden pro Kilogramm. Theoretisch also 10-mal so hoch wie die Energiedichte der gängigen Lithium-Ionen-Akkus ohne Schwefel, die sich aktuell im Alltagsbetrieb befinden. In der Praxis erreichen wir aktuell aber mit Mühe nur 350 Wattstunden, also knapp 15% des theoretischen Wertes. Höhere Energiedichten sind bisher nur auf Kosten der Lebensdauer möglich. Hier kommt allerdings nun die Arbeit von Nikolas Kotow ins Spiel. Sein Team konnte dieses Problem lösen. Ein Lithium-Ionen-Akku besteht aus einer Anode und einer Kathode. Getrennt werden diese durch einen sogenannten Separator. Eine wichtige Membran, also Schutzschicht, welche einen Kurzschluss verhindert. Wird die Membran beschädigt, ist der Akku kaputt. Die Membran hat allerdings eine Besonderheit. Sie lässt Lithium-Ionen passieren. Beim B- und Entladen des Akkus fließen Lithium-Ionen durch den Separator hin zur Anode und zurück zur Kathode. Doch die Anlagerung von Lithium an der Elektrode läuft nicht immer so, wie man es sich als Akkuhersteller gerne wünscht. Häufig bilden sich kleine nadelförmige Strukturen, sogenannte Dendriten. Diese Nadeln wachsen mit jedem Ladezyklus und können die Membran durchdringen. Es kommt dann zu einem Kurzschluss und die Akkuzelle ist tot. Der Ansatz des Forscherteams, dieses Problem zu lösen, ist so simpel wie genial. Wir schätzen Aramid-Nanofasern, welche aus Kevlar gewonnen werden können, für ihre unfassbare Widerstandsfähigkeit. Immerhin finden sie Einsatz bei schusssicheren Westen. Warum also verstärken wir damit nicht die Membran? Und das klappt. Doch leider reicht diese Maßnahme nicht aus. Zwar verhindern wir nun den Totalausfall des Akkus, welcher durch Dendriten verursacht wird, die Kapazität fällt dennoch enorm rapide mit der Anzahl der Ladezyklen ab. Aber dieses Problem erkannten auch die Forscher und entwickelten dafür eine Lösung. Verursacht wird der Kapazitätsabfall durch die Anlagerung von Lithium-Schwefel-Verbindungen, bekannt als Lithium-Polysulfide. Im Akku bilden sich ungewollt aus dem Schwefel und den Lithium-Ionen kleine Moleküle, die sich an die Elektrode anlagern und die Kapazität der Akkuzelle senken können. Das passiert aber nur, wenn die Lithium-Schwefel-Partikel genauso wie die Lithium-Ionen durch die Membran zur anderen Elektrode wandern können. Die Membran muss also Lithium-Ionen vom Lithium zum Schwefel und zurück fließen lassen können und die Lithium-Schwefel-Partikel blockieren. Diese Fähigkeit wird als Ionenselektivität beschrieben. Als Vorbild nahm man sich hierfür die selektiv permeable Membran, die manch einer vielleicht noch aus dem Biounterricht in der Schule kennt. Ionenkanäle ermöglichen den Austausch von bestimmten Ionen durch die Zellmembran. Dieses Prinzip lässt sich 1:1 auf den Akku und den Separator übertragen. Die Ergebnisse sind so vielversprechend, dass sich das Forscherteam die Technologie sofort patentieren ließ und nun dabei ist, eine Firma zu gründen, um in die Vermarktung und in den Vertrieb zu gehen. Ist das also nun endlich der neue Super-Akku? Warten wir mal ab. An sich wirkt die Publikation wie eine weitere, übliche Meldung über eine Wundertechnologie, die es nie auf den Markt schaffen wird. Was sich aber durchweg durch die Arbeit zieht, ist der enorme Fokus auf die Praxistauglichkeit und nicht nur auf gute Forschungsergebnisse. Aus diesem Grund und weil die Ergebnisse aus meiner Sicht sehr, sehr vielversprechend sind, bin ich bei dieser Technologie äußerst optimistisch. Das bin ich aber generell häufiger bei Akkutechnik. Klar ist, wir haben die Akkutechnik über Jahrzehnte vernachlässigt und dementsprechend in vielen Ecken noch sehr viel Potenzial zu erwarten. Aus anderen Forschungsarbeiten geht hervor, dass nicht nur bestimmte Substanzen die Akkutechnik verbessern können, sondern auch die Art und Weise, wie wir bereits vorhandene Materialien einsetzen. So könnten wir wahrscheinlich selbst mit gängiger Lithium-Ionen-Technik die 1000-Kilometer-Marke bei Akkus sprengen, wie das Salt-Verfahren vermuten lässt.
Um mehr darüber zu erfahren, klicke auf das angezeigte Video über die Salttechnik. Danke fürs Zusehen. Wenn du mehr sehen möchtest, abonniere gerne diesen Kanal.